Damen und Herren, auch von meiner Seite herzliches Grüß Gott. Ich darf mich bedanken, dass mir wieder Gelegenheit gegeben wird, mal die Sicherheitslage hier zu präsentieren. Ich komme gerade von der Demonstration in Plüning und das hat auch dazu geführt, dass ich die letzten zwei Tage jetzt mich nicht mehr großartig vorbereiten haben können auf den Vortrag. Aber ich denke, Sie sehen mir vielleicht den einen oder anderen Holperer, den es vielleicht gibt, nach. Dann fangen wir gleich an. Die Themen, die wir eigentlich die letzten Jahre auch schon immer vorgestellt haben, ist einmal die Verkehrsunfalllage, die Kriminalitätslage, Kriminalitätsstruktur, zu den Wohnungseinbruchsdiebstählen, mal das Lagebild, wie es im letzten Jahr ausgesehen hat, im Landkreis und bei uns, und zu den tatverdächtigen Asylbewerbern möchte ich auch wieder was sagen, weil das natürlich schon ein Punkt ist, der immer logischerweise Interesse hervorruft. Und abschließend zum Schluss immer ein paar Zahlen zur Jugendverkehrsschule. Beginnen werden wir mit der Verkehrsunfallentwicklung. Und wenn man sich die Verkehrsunfallentwicklung des Landkreises Ebersberg mal anschaut, dann sieht man deutlich, dass es das von Jahr zu Jahr eigentlich stetige Steigerungen gibt, was die Unfallzahlen betrifft. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Auch die Zulassungszahlen des Landkreises haben also seit 1997 eine lineare Steigerung erfahren, zuletzt jetzt von 2015 auf 2016 wieder um 2%. Und wo mehr gefahren wird, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit von Verkehrsunfällen größer. Bei uns im Bereich der Inspektion haben wir im letzten Jahr im Schutzbereich die höchste Anzahl an Verkehrsunfällen zu verzeichnen gehabt mit 1517. Das war Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,71%. Allerdings das positive Ergebnis, wir haben jetzt zum ersten Mal seit zwei Jahren hintereinander, wo kein Verkehrstoter zu beklagen war. Bei der Klassifizierung der Verkehrsunfälle stellen wir fest, dass die Unfälle mit Personenschaden von 189 auf 238 angestiegen sind und auch die Unfälle mit Sachschaden sind angestiegen von 489 auf 574, die sogenannten Kleinunfälle, die von uns vor Ort und Stelle mehr oder weniger abschließend bearbeitet werden, wo man den Betroffenen mit einem Verwarnungsgeld im Endeffekt betrauen kann und damit ist die Sache gegessen. Die sind zurückgegangen von 757 auf 705. Die Entwicklung im Gemeindebereich, da haben wir einen sehr deutlichen Anstieg von 33% zu verzeichnen gehabt. Wie gesagt, im Inspektionsbereich war 5,7% Anstieg, da im Polen um 33%. Die Unfälle mit Personenschäden sind angestiegen von 32 auf 48 und auch die schweren Sachschädigungsunfälle von 89 auf 124. Durch die deutliche Zunahme der Unfälle mit Personenschäden hat sich natürlich auch Auswirkungen auf die Unfallfolgen gehabt. Wir haben sowohl bei den Schwerverletzten als auch bei den Leichtverletzten Zuwächse zu verzeichnen gehabt. Bei den Unfallursachen, bei den Ursachen mit Unfällen mit Personenschäden, die interessieren uns ja in erster Linie, war auf Platz 1 wieder die Vorfahrt voran, kurz dahinter abbiegen, wenden, rückwärts fahren, was mich aber besonders erstaunt hat, dass die Geschwindigkeitsunfälle wieder mal so angestiegen sind und vor allem die alkoholbedingten Unfälle. Da haben wir letztes Jahr ein riesiges Problem gehabt, kommen wir da nochmal genauer drauf zu sprechen. Die Geschwindigkeitsunfälle sind im Inspektionsbereich von 62 auf 78 angestiegen. Die verletzten Personen waren bei 48 gelegen und wir haben unser Ziel, wir setzen uns ja Ziel am Jahresbeginn, eine bestimmte Messstundenzahl zu erreichen. Das haben wir nicht geschafft. Grund dafür war zum einen die Einsätze in den Asylbewerberunterkünften. Wir haben also einen starken Anstieg an Einsatzzahlen gehabt im letzten Jahr. Und für sieben Wochen haben wir Geräteausfall gehabt, wo das Gerät einfach kaputt war, da ging auch nichts. Und so sind wir knapp unterhalb dieses Ziels geblieben.
In Poing sind die Verkehrsunfälle mit Geschwindigkeit auch angestiegen, von 11 auf 15. 7 davon mit Personenschäden und mit 10 Verletzten. Schlimmer war der Zuwachs bei den alkoholbedingten Verkehrsunfällen, da haben wir einen Zuwachs von über 100% gehabt. Die Sehensersteigerung von 17 auf 37 und auch die Verletzten von 9 auf 20. Das ist also kein gutes Ergebnis, das wir da eingefahren haben, und darum sind wir auch bemüht, das in diesem Jahr besser zu machen. Ich habe letztes Jahr schon, als sich das abgezeichnet hat, darauf gedrängt, mehr Kontrollen in den Nachtzeiten zu machen. Aber genau in den Nachtzeiten waren wir halt oft auch in den Flüchtlingsunterkünften gebunden und konnten dann im Endeffekt es nicht mehr so abarbeiten wie in den vorherigen Jahren. In Poing ist auch Anstieg von 3 auf 7 alkoholbedingte Verkehrsunfälle gewesen, und bei 4 davon war mit Verletzten, mit insgesamt 6 verletzten Personen. Dann sind wir mit der Verkehrsunfalllage durch und kommen zur Kriminalitätslage. Da ist ja immer ausschlaggebend die sogenannte Häufigkeitszahl, das heißt die Anzahl der registrierten Straftaten auf 100.000 Einwohner umgerechnet. Und so hat man ein Bild im Gesamtbayern, wo wir Probleme haben. Und zusammen mit den ausländerrechtlichen Verstößen sehen Sie das schon, dass in den Grenzbereichen hier rote Bereiche sind, wo also sehr viel Kriminalität ist. Das ist aber im Endeffekt kein realistisches Bild. Ein realistisches Bild sieht man bei der nächsten Folie, wo die ausländerrechtlichen Verstöße, das sind also diejenigen Verstöße, die nur Ausländer begehen kann, rausgerechnet sind. Und da schaut es, wie Bayern halt so üblich, ganz gut aus. Fast alles im grünen Bereich, vor allem auch der Landkreis Ebersberg mit 3.363 Straftaten pro 100.000 Einwohner auf einer grünen Insel, wie es da auch abgebildet ist. Bayern vergleichsweise als sicherstes Bundesland hat 4.785 Straftaten pro 100.000 Einwohner im Schnitt. Das ähnliche Bild zeigt sich auch bei der Entwicklung in unserem Präsidium in Oberbayern. Da haben wir einen Anstieg von 3.098 Fälle oder knapp 5%, aber das Ganze ist noch im Erträglichen, sage ich. Im Landkreis Ebersberg haben wir auch einen Anstieg um etwa 10% auf 4.644 Delikte. Die Aufklärungsquote lag bei etwa 60%, ist auch leicht gesteigert worden. Und wie gesagt, die Kriminalitätsbelastung 3.379 Straftaten pro 100.000 Einwohner. In Poing haben wir seit 2013 eigentlich eine sehr stabile Entwicklung, kaum Veränderungen. Sie sehen es auch im Jahresdurchschnitt, der liegt bei 2.659 Straftaten, also das sind jetzt die PI-Zahlen, Entschuldigung, habe ich vorher nicht deutlich genug gesagt. 2.715 im vergangenen Jahr und der 10-Jahres-Schnitt liegt bei 2.659, den haben wir also knapp gerissen, diese Hürde. Die Straftatenentwicklung in der Gemeinde Poing, und jetzt kommen wir eigentlich zu eher erfreulichen Bild, zeigt sich seit 2011 sehr stabil. Es zeigt sich dann auch in der Häufigkeitszahl. Wir haben in Poing also seit 2011 zwischen 41 und 38 Straftaten auf 1000 Einwohner hier gerechnet, eine recht stabile Lage in den letzten Jahren. Dann die nächste Folie, die können wir gleich überspringen. Genau, gehen wir zur Kriminalitätsstruktur. Die Diebstahlsdelikte insgesamt sind um 14,5% zurückgegangen. Besonders gefreut hat mich, dass die Wohnungseinbrüche, da wo Poing ja 2015 sehr stark belastet war, um 23 Fälle zurückgegangen ist und wir nur, in Anführungsstrichen, 7 Wohnungseinbrüche 2016 zu bearbeiten hatten.
schlimmer ist, dass die Fahrraddiebstähle so ansteigen. Da wollen wir in dem Jahr auch mal Aktionen machen, um gegen dieses Deliktsfeld mal vorzugehen. Und wir haben jetzt nicht nur so, wie das noch vor 5 Jahren war, sage ich mal, wo hauptsächlich in den Bahnhofsbereichen die Fahrräder abhanden gekommen sind, die man dann zum Teil auch wieder woanders aufgefunden hat. Da war halt der ein oder andere zu faul, also zu Fuß nach Hause geht, sage ich mal, und hat sich da ein Rad mitgenommen. Sondern wir haben jetzt in den letzten Jahren auch Fälle, wo Fahrräder vor den Häusern entwendet werden oder aus den Kellern, also richtig hochwertige Fahrräder, entwendet werden. Dann, wie schon angekündigt, weil wir gerade beim Diebstahlsbereich sind, die Lage der Wohnungseinbruchdiebstähle im Landkreis. Jeder roter Punkt ist ein Einbruch. Und Sie sehen schon, das konzentriert sich also in erster Linie auf die größeren Gemeinden im Landkreis. Wir haben bayernweit einen Rückgang der Einbruchdiebstähle, allerdings nur einen sehr leichten Rückgang. Im Präsidialbereich Oberbayern-Nord haben wir einen Zuwachs, im Landkreis Ebersberg dagegen wieder einen Rückgang und bei uns in der Inspektion auch einen Rückgang. Wenn man allerdings sich überlegt, dass Bayern hat ja 7.470 Einbrüche gehabt 2016, dass Bundesland Hamburg oder Berlin mehr Einbrüche hatten als das ganze Bayern, oder dass Nordrhein-Westfalen 50.000 Wohnungseinbrüche hatten, dann sind wir da schon noch in einem Bereich, der uns nicht zufriedenstellt, aber der wir doch im Vergleich mit den anderen Bundesländern noch ganz gut liegen. Die sonstigen Straftaten nach dem StGB, Sie sehen selbst, was da als Grund dazu verstehen ist, sind um 16,1% angestiegen. Vor allem die Sachbeschädigungen sind angestiegen, da haben wir ein kleines Problem in Polen. Das haben wir schon eigentlich relativ gut im Griff gehabt und letztes Jahr wieder einen starken Anstieg. Die Roheitsdelikte sind nahezu unverändert. Da haben wir 2016 87 gehabt, 2015 waren es 90, also kann man sagen, eine Stagnation. Die meisten Roheitsdelikte werden aufgeklärt. Sie sehen das, da haben wir sehr hohe Aufklärungszahlen, irgendwo logisch, weil man normalerweise die Streithänseln ja dann vor Ort auch noch die Personalien feststellen kann. Und wenn es der eine oder andere abhanden gekommen oder geflüchtet ist, dann weiß man, meistens passiert das bei irgendwelchen Festivitäten, dann weiß einer zumindest in der Regel, wo der her gewesen sein könnte und gibt uns dann Ermittlungsansätze, wo man dann auch, das sich dann auch in der Aufklärungsquote niederschlägt. Die Vermögens- und Fälschungsdelikte haben wir auch wieder einen Zuwachs, vor allem in den Betrugsdelikten. Da haben wir immer wieder so Wellen, versucht man dann auch immer mit Presseberichten auch dagegen anzukämpfen und die Zeitungsleser zumindest aufzuklären entsprechend. Aber da haben wir immer wieder Wellen von organisierten Banden, muss man schon sagen, die also vornehmlich ältere Leute anrufen, Gewinnversprechen, falscher Polizeibeamter oder was wir alles da hatten in der Vergangenheit. Da ist also wirklich guter Rat teuer. Da soll man im Endeffekt auf solche Gespräche überhaupt nicht eingehen. Wenn Sie irgendwo den geringsten Verdacht haben, brechen Sie das Gespräch ab und rufen Sie bei der Polizei an. Wir können da in vielen Fällen dann weiterhelfen. Bei den fällt mir gerade ein, ich habe vor der Tür, sind die mit reingelangt. Ich habe noch Material mitgebracht, ungebetene Gäste, also es betrifft in erster Linie Präventionsmaterial in Sachen Wohnungseinbruch, Diebstähle. Bedienen Sie sich, nehmen Sie gerne welche mit nach Hause. Dann bei den strafrechtlichen Nebengesetzen haben wir wieder einen Rückgang gehabt von 21%. Vor allem auch die Rauschgiftdelikte sind etwas zurückgegangen. Das ist natürlich auch immer ein Punkt. Je mehr man kontrolliert, umso mehr Delikte wird man aufdecken. Also das ist jetzt, sage ich ganz ehrlich, nicht unbedingt
also ein ganz realistisches Bild, weil wir ja auch im Rauschgifterei natürlich eine hohe Dunkelziffer auch haben. Bei den Tatverdächtigen zeigt sich eigentlich auch, wie jedes Jahr, dass die Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden, wenn man die zusammennimmt, die höchste Säule erzeugen mit 38%, also über ein Drittel der Straftaten in dieser Altersgruppe. Gut, dann kommen wir zu den tatverdächtigen Zuwanderern. Die Definition nochmal, was sind Zuwanderer, was versteht man darunter? Sind also Asylbewerber, geduldete Ausländer, Kontingenzflüchtlinge und Ausländer mit illegalem Aufenthalt. Da einer Weisheit der Statistik folgend, habe ich da jetzt auch Zahlen von Bayern und Oberbayern mitgebracht, weil je höher die Zahl, das ist diese statistische Weisheit, umso genauer ist dann auch deren Aussagekraft. Wenn wir uns mal die bayerischen Zahlen ansehen, dann stellt man fest, dass die Straftaten mit ausländerrechtlichen Verstößen um 9,5% angestiegen sind. Da haben wir schon 2015 einen saftigen Anstieg gehabt. Natürlich bedingt mit der hohen Zuwanderungszahl, die da zu verzeichnen war. Und bei den Straftaten ohne ausländerrechtliche Verstöße haben wir nach dem Rückgang 2015 wieder einen Anstieg von 3,3%. Die Anzahl der nicht-deutschen Tatverdächtigen sind mit den ausländerrechtlichen Verstößen zurückgegangen, aber ohne die ausländerrechtlichen Verstöße angestiegen, wie man hier in der unteren Kurve sieht, auf 94.610. Dann kommen wir zu den durch Zuwanderer begangenen Straftaten. Ohne ausländerrechtliche Verstöße haben wir natürlich auch in den letzten beiden Jahren durch die hohe Zuwanderungsrate deutliche Anstiege zu verzeichnen in Bayern. Das waren 2015 Anstieg von 76% und 2016 nochmal ein Anstieg von knapp 55%. Was sind das für Straftaten, die da häufig begangen werden? In erster Linie sind es Roheitsdelikte, sprich Körperverletzungsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit mit 33%, ein Drittel aller Straftaten. Die Straftaten gegen das Leben mit 0,2% und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung mit 1,4% spielen da nur eine geringe Bedeutung, aber sind natürlich umso heftiger in den Auswirkungen. Das darf man nicht vergessen. Unter den tatverdächtigen Zuwanderern waren die Syrer die größte Gruppe, gefolgt von den Afghanen, Irakern und Nigerianern. Hierbei muss man allerdings berücksichtigen, dass auch die Anteile der vertretenen Nationalitäten natürlich unterschiedlich waren und somit eigentlich auch kein ganz aussagekräftiges Bild ergibt, sind rein die Zahlen. Dann interessant noch, Zuwanderer als Mehrfachtäter sind also diejenigen, die 6 Straftaten und mehr begangen haben. Da waren also die Bevölkerung aus Afghanistan am stärksten vertreten. 121 Afghanen haben insgesamt 784 Straftaten begangen, gefolgt von den Iranern und den Syrern. Interessant auch noch eine Auswertung bezüglich der Tatörtlichkeiten, hier speziell die Straftaten in Ausländer-, in Asylbewerberunterkünften. Und da hat man also festgestellt, dass sich gegenüber dem Vorjahreswert die Straftaten in diesen Unterkünften mehr als verdoppelt haben. Wir haben auch im letzten Jahr in Bayern insgesamt 27.102 polizeiliche Einsätze in Asylbewerberunterkünften gehabt. Das war also eine Steigerung von knapp 60%. Dann kommen wir zur Lage in Oberbayern Nord. Auch hier haben wir einen Zuwachs an Straftaten von 3.503. Das ist ein Zuwachs von 7,1%. Den größten Anteil haben auch hier wieder die Roheitsdelikte inne.
und gefolgt von den Vermögens- und Fälschungsdelikten und den Diebstahlsdelikten. Auch hier spielen die Sexualdelikte eher untergeordnete Rolle, aber wie schon gesagt, natürlich umso schwerer in der Folge. Die Opfer von Straftaten durch Zuwanderer waren auch zumeist Zuwanderer selbst. Das sieht man hier sehr deutlich anhand dieser Aufstellung. Lediglich bei Raub und räuberischer Erpressung haben wir fast ein Gleichgewicht und bei den Sexualstraftaten waren also mehr deutsche Opfer als ausländische Opfer zu beklagen. Jetzt kommen wir zur Lage im Inspektionsbereich der Polizeiinspektion Köln. Wir hatten insgesamt 209 Straftaten, bei denen mindestens ein Zuwanderer beteiligt war. Die Hälfte davon waren wieder Rohheitsdelikte, 103, um genau zu sein. Und gefolgt auch von den Vermögens- und Fälschungsdelikten und den Diebstahlsdelikten. Sexualstraftaten hatten wir 3. Das waren aber einmal ein Fall, wo die Geschädigte auch in einer Asyl-Obdachlosenunterkunft untergebracht war. Und einmal war ein Asylbewerber selber das Opfer. Da ging es um gleichgeschlechtliche Sexualität. Und den dritten Fall, der ist jetzt momentan nicht parat. Dann die Straftaten, die durch Zuwanderer in den Gemeinden verübt wurden, stellen wir natürlich auch fest, dort wo Massenunterkünfte sind in erster Linie, haben wir natürlich auch eine Konzentration oder vermehrt solche Straftaten. Köln hat die meisten, sage ich jetzt einmal, im Jahr 2016 die meisten Asylbewerber beherbergt und natürlich demzufolge auch die meisten Straftaten zu verzeichnen gehabt. Wir haben aber deutlich gemerkt, als die Turnhallen, wir haben ja 4 Turnhallen zum Teil belegt gehabt mit Asylbewerbern, als die geräumt werden konnten, war schon eine deutliche Erleichterung unsererseits zu spüren. Und jetzt mit der abgebauten Traglufthalle in Plining, denke ich mal, haben wir etwas ruhigere Zeiten vor uns, zumindest ist das meine Hoffnung. Bei der Gelegenheit, auch wo ich Sie gerade wieder sehe, nochmal meinen herzlichen Dank für die Leistung der Helferkreise. Ohne die, das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, wir eine solche Statistik, das sind nur Zahlen, aber so ein Ergebnis, nenne ich es mal, nicht zusammengebracht hätten. Da bin ich ganz sicher, die Arbeit, die da geleistet wird, ist nicht hoch genug zu schätzen. Da meinen herzlichen Dank. Auch hier haben wir mal die Straftaten nach Nationalitäten aufgeteilt, wobei man da auch sagen muss, dass das natürlich immer davon abhängig sind, wie viel sind dann tatsächlich von demjenigen Land auch bei uns im Inspektionsbereich ansässig. Aber hier war Afghanistan von denen, die man fest sagen konnte, mit 39 Straftaten an Nummer 1 gefolgt von Eritrea und Pakistan. Damit wäre ich mit der Kriminalität zum Schluss gekommen und möchte noch kurz was zur Jugendverkehrsschule sagen, das wir ja auch immer betreuen und eine sehr wichtige Aufgabe in meinen Augen auch ist, dass die Polizei da leistet. Wir haben im vergangenen Jahr 731 Schüler geschult, 714 davon haben die Prüfung bestanden und ich denke, das hat auch dazu geführt, dass wir insgesamt nur 4 Schulwegunfälle im ganzen Inspektionsbereich zu beklagen hatten. Es ist doch der Verkehrsunterricht, der da geleistet wird in den Schulen zusammen mit der Polizei im praktischen Bereich dann aus meiner Sicht sehr wichtig. Wichtig sind auch die Schulweghelfer, bei denen ich mich ganz herzlich bedanken möchte für die Leistung, die da gebracht wird und das Engagement, das da an den Tag gelegt wird. Wir brauchen aber noch dringend Schulweghelfer in Köln. Darum möchte ich das Forum natürlich auch gleich nutzen und an Sie appellieren, wenn Sie Zeit haben, hier für die Kleinsten der Kleinen
für einen sicheren Schulweg zu sorgen. Melden Sie sich bei der Gemeinde oder bei uns. Zum Schluss noch die Anzahl der beschulten Schüler insgesamt bei den Jugendverkehrsschulen Poing und Vaterstetten. Insgesamt seit 1979 wurden 23.600 Schüler schon von uns geschult. Ja, dann bin ich am Ende angelangt. Ich darf nochmal unsere Rufnummer, die 110 und 112 dürfte bekannt sein und die PI Poing 99170, die sollte auch bekannt sein, denke ich mal. Wenn Sie Probleme haben, dann melden Sie sich bei uns und dann bleibt mir nur noch, mich für die Aufmerksamkeit zu bedanken. Dankeschön.